Missing someone. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es in dem Video um mein Zubehör fürs iPhone. Ich habe da jetzt noch nichts wirklich drauf als Schutz oder sonst so, und die Kamera, das ist mir auch zu hagelig. Und genau, ich habe hier 2, 4, 6, 7 kleine Päckchen und ein Paket. 2 Päckchen, das ist schon offen, und der Rest ist noch zu. Die Sachen werde ich jetzt ausprobieren und alle ansehen, und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mit dem größten, nützlichsten, wichtigsten, ich weiß nicht. Ich habe es mir halt auf jeden Fall mal gekauft. Und zwar gibt es ja fürs iPhone 12 und 13 ein MagSafe. Und mir war das MagSafe irgendwie zu teuer und ich hätte auch bis Mitte Dezember warten müssen, bis es angekommen wäre. Weil das ist angeblich nicht lieferbar oder sonst irgendwas. War mir auf jeden Fall egal, das war mir zu teuer und alles. Ich habe jetzt von Chowtech einen Wireless Charger geholt, der dasselbe kann wie der MagSafe und was eigentlich auch auf dem Foto genauso ausgesehen hat wie das MagSafe. Ich werde es mal auspacken und euch zeigen. Sonst ist da nichts mehr drinnen, nur mehr Verpackung. Das packe ich jetzt einmal zur Seite und dann schauen wir mal rein. Und zwar haben wir ein User Manual und so ein Sticker. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Legen wir auch mal zur Seite. Und das ist auch schon das gute Stück. Okay, das kommt mit einem, das kann man hier rausnehmen, genauso wie das MagSafe. Und das kann man auch in dem Stand laden. Also das heißt, ich stelle es einfach irgendwo hin und dann kann ich das Handy drauflegen. Oh. Und dann habe ich sogar einen Stand und nicht nur was zum Aufladen. Ich kriege es nicht einmal mehr runter, also das hält. Das gefällt mir schon mal. Und dann kann ich es auch einfach irgendwo auf einer Tischplatte drauflegen und einfach so liegen haben, wenn ich es nicht im Stand haben möchte. Das ist ein, ja, 2-USB Type-C Kabel. Also da ist ein Type-C Anschluss. Ich weiß nicht, ob man den jetzt erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Oh ja, erkennt man sogar. Auf jeden Fall war das das Erste. Darüber war ich mega froh. Und da ist auch ein Charging Brick dabei. Ich habe mir extra einen Charging Brick gekauft. Dabei ist da eh einer dabei. Und das ist das Erste. Das hat ungefähr, ich glaube, 20 bis 30 Euro maximal gekostet. Dann kommen wir zum nächsten. Da nehme ich auch gleich eine Sache, die offen ist. Und schaue sie mir an. Ich weiß nicht, warum ich manche aufgemacht habe, manche nicht. Ich wollte eigentlich überprüfen, ob alles da ist. Dann habe ich mir aber gedacht, nein, mache ich es im Video, weil das macht mehr Spaß. Ja. Und zwar ist da meine erste Hülle. Und zwar ist die so eine Magnetic Hülle. Für iPhone 13 Pro Max. Die ist eben für das MagSafe gedacht. Und die sieht einfach so aus. Das ist eine durchsichtige Hülle fürs MagSafe. Und da ist eine Folie drauf. Die ziehe ich gleich ab. Ich habe es jetzt endlich geschafft, das zu lösen.
Irgendwie fühlt sich das so an, als wäre da noch irgendwo einer. Ich mache das einmal dran. Und zwar ist es einfach so eine Hülle, eine stinknormale, durchsichtige Hülle, wo man auch schön das Blau sieht. Ich finde die Farbe so, so, so schön. Und das hat hier auch an den Rändern, ich weiß nicht, ob man es jetzt, inwiefern man es jetzt erkennt. Und zwar sind das hier noch so Stoßdämpfer, falls es runterfällt, dass auf dem Handy nichts passiert. Und genau, das ist die erste Hülle. Jetzt mache ich noch ein offenes auf und ich glaube, dann sind alle zu. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich weiß auch nicht, was da drinnen ist mehr. Das ist viel zu lange her. Auf sowas habe ich gewartet. Hier sind ein Haufen Apple Watch Bänder drinnen, weil ich unbedingt zu meinem Handy, zu meiner Hülle, die passenden Apple Watch Bänder haben wollte. Und da habe ich eine urcoole Farbe. Und zwar diese Farbe, die ist so schön. Das ist so ein Gelb, so ein Pastellgelb. Und ich finde die richtig, richtig schön. Ja, sonst sind da noch so rosa, schwarz, hellblau, hellgrau. Ich krieg Schluck auf. So ein schönes Lila, Pastelllila natürlich. Oder auch das Rosa. Ich glaube, dieses 10er-Pack ungefähr hat auch nur 10 Euro gekostet. Also pro Band ungefähr 1 Euro. Fand ich überhaupt nicht teuer. Finde ich total praktisch, weil ich wechsle so gerne Bänder. Dann kommen wir zum ersten zugemachten. Und das ist, glaube ich, nur eine Hülle. Ja, genau. Und zwar ist das in der Farbe Mint. Steht zumindest hier. Mint. Mal schauen, was da drinnen ist. Es fühlt sich auf jeden Fall total hochwertig an. Ich verlinke euch auch die Produkte mal alle in der Infobox, damit ihr, falls euch irgendwas aus diesem Video gefällt, damit ihr das nachkaufen könnt. Das ist richtig weich. Das hat hier drinnen so die Größe stehen, welches iPhone man hat und die Größe eben. Ja, 6,7 Inch, 17,018 cm und das probiere ich auf jeden Fall gleich drauf, weil die Hülle ist so weich, innen und außen. So, finde ich auf jeden Fall auch mega, mega schön. Ich glaube, man sieht jetzt nicht einmal, welche Farbe das ist, aber das ist so ein Mint eben, so ein Grünton. Ich glaube, man sieht den jetzt nicht so gut. Und das ist so eine weiche Hülle, die hat 15 Euro und irgendwas gekostet. War auf jeden Fall auch nicht teuer. Zu der nächsten Hülle. Und die ist anscheinend wieder von derselben Marke, nur in Light Blue. Das ist wieder dieselbe Marke. Hier steht dann wieder die Farbe nämlich und das alles. Und das geht urcool auf, also da ist so eine Schlaufe. Die ziehst du raus und dann kommt das raus. Finde ich voll cool. Ja, das ist wieder dasselbe, also genau das gleiche. Nur in Blau. Ich zeige es euch jetzt nicht darauf. Da sieht man, glaube ich, jeden Unterschied. Das ist blau und nicht lila. Und das ist grün. Finde ich auf jeden Fall voll, voll schön. War, glaube ich, auch wieder derselbe Preis. Ich habe nichts vom selben Händler gekauft eigentlich. Aber anscheinend sind es trotzdem die gleichen. Also ich habe dann noch entdeckt, es ist noch eins offen. Und das würde ich sagen, mache ich jetzt auch gleich als erstes. Hier sind zwei Sachen drinnen. Und zwar ist hier mal so der Adapter. Das ist einfach der Charging Brick, den ich mir gekauft habe für mein iPhone. Da habe ich sogar noch ein Ladekabel dabei.
einfach für Lightning to USB-C. Also. Und dann noch so ein User Manual. Und ich habe mir eingebildet, ich habe ihn in weiß gekauft. Aber anscheinend nicht. Und das wäre dann das Aufladekabel fürs Handy. Wenn ich so unterwegs bin, nehme ich das mit oder so. Genau. Dann weiß ich nicht, ob groß oder klein. Ich habe hier noch was liegen. Und zwar ist das irgendein Screen Protector. Okay, das ist der Screen Protector mit dem Sichtschutz, also der, was so schwarz wird, damit du nichts mehr lesen kannst. Das wollte ich mir rauf tun, aber ich bin mir eigentlich mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ich das mag. Mal schauen, was ich darauf mache. Ich habe mir auf jeden Fall so einen mal gekauft. Und dann machen wir hier mit dem kleinen weiter. Dann kommen wir hier auch zu einer Hülle. Ich glaube, ich weiß schon, was das für eine ist. Ja, die waren so lange im Trend und ich habe sie mir jetzt wieder gekauft. Und zwar ist es eine Handykette. Da kann man einfach wieder sein Handy reintun und das hängt man sich dann um. Ja, habe ich mir gedacht, ist so praktisch, wenn ich irgendeine Tasche mit habe, wo ich einfach mein Handy dann nicht reinbekommen oder so. Oder einfach mal, wenn ich fortgehe, nur zum Essen, dass ich nur das Handy habe und das dann wo reintun kann. Das hat auch wieder an den Ecken so einen Bumper, also so einen Stoßschutz. Und ich werde das auch mal drauf tun. Und das sieht dann so aus. Ich mag es auf jeden Fall. Das ist einfach nur eine durchsichtige Hülle. Da werde ich vielleicht so Sticker oder sowas noch reinmachen. Einfach, dass mich nicht langweilt irgendwann. Also, dass ich da immer abwechslungsreich sein kann. Und zum letzten Teil. Ich habe gerade keine Ahnung, was da drinnen sein könnte. Also, die Bestellung, die ist schon einen Monat her, dass ich die gemacht habe. Zwei Sachen sind da noch drinnen. Und zwar habe ich hier zum einen mal einen Screen Protector. Das ist einfach so ein nass Trockentuch, so ein Kameraschutz. Also das pickst du dir auf die Kamera dann. Kann ich mir gerade aber nicht bei meiner vorstellen. Oh ja, na, könnt gehen. Also mit Hülle passt es auf jeden Fall nicht mehr drauf. Aber ohne Hülle könnte es sich so ausgehen. Und dann habe ich hier noch ganz normale Screen Protector. Ja, genau. Und die sind auch für alle Fälle, falls ich das Sichtschutzding überhaupt nicht leiden kann. Ich werde, glaube ich, für den Anfang auch nur ein durchsichtiges drauf machen. Das werde ich dann mit euch gemeinsam machen. Aber jetzt schaue ich mir noch meine letzte Hülle an und das ist wieder von derselben Firma. Das finde ich cool. Bei dieser Firma hast du da Sticker dabei. Muss ich jetzt schauen, weil die waren bei den anderen nicht dabei. Ich habe dreimal diese Sticker. Wer will, wer hat noch nicht. Finde ich voll cool. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich die drauf tun kann. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Die hebe ich mir auch direkt auf. Und das ist einfach noch dieselbe Hülle, nur in weiß.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich draufgeben will, weil irgendwie habe ich voll Lust auf das Weiß. Aber irgendwie gefallen mir die anderen zwei Farben auch total gut. Also, ich war mir sicher, ich habe mir auch noch eine rosane gekauft. Ich schaue jetzt gleich einmal nach. Okay, anscheinend habe ich es nicht gekauft. Ich dachte echt, ich hätte die noch in rosa gekauft. Naja, egal. Ich habe die in weiß, in blau und in grün auf jeden Fall. Und die haben so einen weichen Stoff. Ich finde die so schön. Also so angenehm vom Stoff her. Ich glaube, ich mache den grünen drauf. Ich bin mir aber da noch nicht sicher. Das muss ich auf jeden Fall mal schauen. Und jetzt ändere ich die Perspektive mal. Weil jetzt mache ich mal das Panzerglas drauf. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder über ein Abo, wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist. Du kannst diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video und genau. Tschüss!